Herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial widmen wir uns einer Problematik und natürlich bieten wir hier auch gleich eine Lösung an, die seit Mitte, Ende November 2013 ab Windows 7 aufgetreten ist. Es berichten immer wieder einige Benutzer, dass irgendwas plötzlich, ein USB-Verbundgerät, eine Netzwerkkarte, warum auch immer, vielleicht nicht ganz so toll funktioniert. Ein angeschlossener Barcode-Scanner zum Beispiel, ja, der lädt plötzlich nicht mehr. Jetzt könnte man natürlich vermuten, es liegt irgendwo an der Hardware. Aber bevor man eine Hardware austauscht, kann man in Windows ganz einfach Häkchen setzen. Und das machen wir jetzt. In Windows 7 klicken Sie auf Ihren Start-Button. Klicken Sie auf Systemsteuerung, Gerätemanager. Unter Windows 8 die Charming Bar einblenden, oben rechts reinfahren, Einstellungen, Systemsteuerung. So, ich ziehe das mal so her und sage hier Gerätemanager. Wo haben wir ihn? Da. Im Gerätemanager, den ich jetzt hier rüberziehe, haben wir jetzt nun hier unsere Geräte. Als allererstes möchte ich auf die Energieoptionen der Netzwerkkarte eingehen. Hier gehen Sie dementsprechend auf die Kategorie Netzwerkadapter und klicken nun mit der rechten Maustaste auf Ihre Netzwerkkarte. Jetzt wäre mir beinahe das Wort nicht mehr eingefallen. Gehen auf Eigenschaften und können nun hier bei Energieverwaltung dieses Häkchen herausnehmen. Standardmäßig ist dieses Häkchen gesetzt. Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen. Netzwerkkarten würde ich Ihnen nicht empfehlen, dass Sie diese Option aktivieren, denn wenn Sie im lokalen Netzwerk auf Datenbanken oder auf sonstige Dinge zugreifen, haben Sie ein sogenanntes Handle. Das heißt, dieser Computer merkt sich unter einer bestimmten Nummer diese Verbindung. Und wenn Ihr PC hergeht oder Windows hergeht und die Netzwerkkarte ausschaltet, bedeutet es, dass diese gemerkte Verbindung plötzlich weg ist. Und wenn ein Programm das nicht mitbekommt, weil es sich auf Windows einfach verlässt, ja, dann sagt er, unter der Nummer 528 kann ich auf die Datei XY nicht mehr zugreifen. Also nehmen Sie dieses Häkchen heraus, dass Sie sagen, nee, du Netzwerkkarte bleibst eingeschaltet. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen zeigen, es gibt sogenannte USB-Verbundgeräte, die Sie hier bei USB-Controller angezeigt bekommen. Wenn Sie zum Beispiel über einen Funkscanner verfügen, wie auch immer, kann es sein, dass dieser plötzlich nicht mehr lädt oder nicht mehr geladen wird, obwohl er auf der Station drauf liegt, und dann könnte es sein, dass Sie sagen, hey, der ist kaputt. Kann sein, jedes elektronische Gerät der Welt oder Bauteil kann natürlich kaputt gehen, klar. Aber Sie können auch hier die Energieoption ausschalten, also beziehungsweise ja, Windows sagen, hey, hier den Stromzufuhr nicht unterbrechen. Dazu klicken Sie selbstverständlich auf Ihren dementsprechenden Eintrag. Und jetzt können Sie sagen, ja, ich habe da viel drin, wie finde ich das raus? Ganz einfach, Sie schauen sich diese Liste an, ziehen den Stecker und sehen dann, was entfernt wurde. Auch umgekehrt, ne, wenn Sie es wieder einstecken, sehen Sie, dass hier ein Verbundgerät hinzugekommen ist, und das können Sie dann auch dementsprechend sehen, und dann können Sie auf diese Option klicken, was halt dann unter Umständen Ihr Scanner ist. Hier machen wir auch einen Rechtsklick drauf und sagen Eigenschaften, Energieverwaltung, und nun können Sie sagen, hier Computer kann das Gerät ausschalten, nein. Das heißt, wenn Ihr Computer, dieser 12 Volt Anschluss, USB Anschluss, den Strom für Ihren Scanner, für die Ladestation liefern soll, dann müssen Sie natürlich für ein solches Gerät sagen, nee, Häkchen hier rausnehmen und alles ist gut.